Ja, Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge Bright und heute sind wir auch schon beim letzten Mal tatsächlich angekommen. Ja, und ich bin nochmal zwischendurch hierher gegangen. Ich habe nämlich offscreen einiges gemacht, ne? Ja, und da habe ich nochmal die letzten Arbeiten tatsächlich hier erledigt, die ich noch so gemacht haben wollte im Projekt. Und ja, ich fand das schon ganz cool. Ich habe da auch ein bisschen was Spezielles gemacht. Das werdet ihr dann noch sehen, eventuell auch in anderen Videos, ne? Wo man es nicht so erwartet unbedingt. Aber, naja, ich verrate mal noch nicht so viel. Jedenfalls, ja, schauen wir mal. Ich werde dann gleich noch ein bisschen aufs Projekt eingehen. Und jetzt zeige ich nochmal ganz kurz, was ich so gemacht habe. Und zwar, ich war hier und habe halt erstmal ganz viel noch angeglichen und so. Habe diesen See zum Beispiel zugebaut und, ja, generell viel geterraformt. Da hinten ist jetzt auch alles etwas schöner und so weiter. Das sind halt so Kleinigkeiten gewesen, die noch so gemacht werden mussten. Da oben zum Beispiel habe ich ein bisschen was abgerissen. Was natürlich jetzt nicht mehr weggeht, ist sowas wie dieser schwebende Berg. Das ist ein bisschen schwer jetzt zu entfernen, aber ja, so manches kann man dann eben doch nochmal ein bisschen, ja, förmiger machen, sage ich mal. Zum Beispiel hier den Strand habe ich zumindest versucht, ne, so einigermaßen. Die Schaufel hat übrigens ja auch Autosmelt, ah ne, die hier. Genau, und da kann ich immer Glas gleich rauskriegen, ist auch was Besonderes dann. Ja, und ich schau mal, ich würde sagen, ich gehe mal kurz zurück oder so. Oder im Nether gibt es, glaube ich, auch noch was zu zeigen. Da habe ich die Schilder nochmal verbessert, genau. Ah ne, das hatte ich ja letzte Folge gemacht, ne? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich auch noch ein paar Kisten hier ausgeräumt. Also ist jetzt nicht mehr alles ganz so voll. Einiges ist natürlich immer noch hier. Aber ja, manche Sachen, da hatte ich einfach das Bedürfnis, das mit rüberzunehmen. Zum Beispiel hier gab es so ein paar Items, ne? Die ich nicht hier lassen wollte. Das kann ich eigentlich auch mal mitnehmen, warum nicht? Und vielleicht das. Und dann gehen wir mal hier endgültig jetzt weg, ne? Vielleicht kann ich aber hier noch kurz ein Thumbnail machen, ne? So, erstmals, falls ich nicht mehr wiederkomme. Ja, damit ich nicht nochmal zurücklaufen muss. So, was machen wir denn da mal? Ich würde sagen, sowas hier. Und ja, was machen wir da als Gerät? Ich würde sagen, die Spitzhacke, die passt. Ja, und das ist also jetzt die letzte Folge Bright. Und da gibt es ja sicherlich nochmal einiges zu erzählen. Und ich würde sagen, das mache ich, wenn ich drüben bin und dort ein bisschen die Gegend noch weiter verschöner. Ja, im Nether gab es jetzt übrigens nicht so viel zu zeigen, deswegen habe ich das jetzt nicht nochmal gezeigt. Ja, da habe ich dann eigentlich auch oft gegen den Ritter nochmal gekämpft und ja, mal wieder verloren. Deswegen, das war auch noch so ein Ding, ne? Ich habe es dann endgültig jetzt aufgegeben, irgendwie an die Items noch zu kommen. Aber ich wollte es irgendwie nochmal probieren, ne? Nachdem ich letztens schon wieder gefailt habe. Ja, ich lerne einfach nicht draus anscheinend. Ist egal, ich würde sagen, ich ja, gehe jetzt mal so auf so ein paar Sachen noch ein und ja, baue hier nochmal kurz ein paar Sachen ab. Ja, das kann man ja auch mal machen. Aber ja, dann muss das dahin zum Beispiel, genau. Ja, ich verschönere hier einfach nochmal die ganzen Sachen. Das ist schon eine gute Idee, würde ich sagen. Und ja, was gibt's zu sagen? Also ich fand, das Projekt war eine coole Sache, ne? Es gab einige nette Momente auf jeden Fall und ja, viele coole Aufnahmen eigentlich auch mit anderen Leuten. Wir hatten ja am Anfang noch die mit Cursen Dex damals, ne? In, ganz am Anfang, oder? Hatte ich da mit Cursen Dex aufgenommen? Ne, mit Lucas Survive, stimmt. Damit hat alles begonnen. Da habe ich ja, oder war ich erstmal froh, dass ich halt mal wieder ein Mod-Projekt hatte, ne? Habe auch geguckt, wie oft werde ich das jetzt aufnehmen und so, das wusste ich da noch nicht. Da musste ich halt erstmal so reinfinden. Das war so richtig diese Ankommensphase erstmal, ne? Und die Videos kamen ja da auch noch ziemlich aktuell her auf YouTube, ne? Was ja heute lange nicht mehr so ist. Und ja, das war schon was Besonderes irgendwie dann Bright für mich. Und ja, dann eben mit Lucas Survive, die WG, war auch eine coole Zeit, auch wenn es nur sehr kurz war. Wir haben aber irgendwie 2 Stunden damals geredet oder so und haben nur, ja, eine Aufnahme geschafft. Da war auch ein bisschen schade, hätte ich vielleicht ein bisschen mehr noch aufgenommen, am liebsten. Aber ja, irgendwie haben wir es nicht gemacht. Also hätte ich dann später oder gleich gewusst, dass er dann so inaktiv wird, hätte ich auf jeden Fall viel, viel mehr mit ihm aufgenommen während dieser Zeit. Ja, aber ist halt, hat halt nicht sein wollen irgendwie, ne? Und naja, was ist noch passiert? Ich habe dann wieder viel mit Nekrug aufgenommen, muss ich sagen, ne? Ich habe ja eigentlich ihm auch einiges geholfen am Anfang, glaube ich, oder immer mal. Ich habe ihm immer mal die Stadt gezeigt und das war sicherlich auch eine coole Sache, dass wir hier im Projekt auch mal wieder, ja, gemeinsam aufnehmen konnten, ne? Wir hatten ja vorher teilweise dann weniger Projekte zusammen, nur Minecraft Tech 4 zwischendurch und
Ja, dann kam eben Bright und Tiny Craft Attack 5, was relativ gleichzeitig, oder wo Necro relativ gleichzeitig reingekommen ist, ne? Und, ja, das war dann eben mal wieder cool, da hat man dann immer wieder zwei Projekte zur Auswahl, wenn wir aufnehmen wollten. Und ja, kann man auch mal machen. Ansonsten mit Street hatte ich immer nicht aufgenommen, das hat mich sehr genervt, aber dazu ist es dann zum Glück auch noch gekommen, nach ja, fast 60 Folgen, nachdem ich auch selber eine große Pause gemacht hatte davor, eine Aufnahmepause, eine längere, ja, da habe ich dann wieder Gas gegeben und begonnen eben mit dieser Aufnahme mit Street. Und das ist jetzt noch gar nicht mal so lange her, das ist gerade mal jetzt, ja, einen guten Monat her, so 6 Wochen ungefähr. Und, ja, keine Ahnung, es war auch eigentlich ganz cool, dass das mal wieder zustande gekommen ist, ne? Und, ja, mal sehen, wann die nächste Aufnahme mit Street kommt. Also, ja, ich glaube dieses Jahr nicht mehr. Geht ja nicht mehr lange, ne? Wenn ihr das seht hier, November und so. Ja, da muss ich mal schauen. Ja, aber wir kriegen das, denke ich, schon mal hin. Irgendwann, irgendwie wird es ja nochmal funktionieren. Aber was ich auch cool fand, dass Lukas hier mit reingekommen ist, ne? Kyojin wollte halt immer keine Gäste nehmen früher und ja, jetzt hat er aber doch mal einen Gast zugelassen damals. Aber ja, dann hat er ihn ja doch wieder rausgeworfen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich fand es cool mit Lukas die Zeit hier, ne? Nach Hexit war das eigentlich wieder so ein richtiges Mod-Projekt mit ihm. Ja, weil Funday war jetzt nur so ein Troll-Projekt, ne? Dann hat man halt Tiny Craft Attack und Bright war so das richtig nächste Projekt dann, Mod-Projekt nach Hexit. Und ja, das war schon ganz cool. Ich tue übrigens mal die Erde irgendwie hierher. So als Denkmal oder so, keine Ahnung. Die steht jetzt unter Schutz. Ich tue sie mal da drüben hin. Da passt sie. Ja, perfekt. Und, ja, keine Ahnung. Das war schon eine nette Sache auf jeden Fall, muss ich sagen. Und, ja, keine Ahnung, mit ihm habe ich ja auch immer öfter mal aufgenommen, ne, vor allem dann nach Folge 40, da haben wir ja 3 Folgen relativ kurz hintereinander aufgenommen und ja, das war schon cool und ich fand es halt schade, dass er dann direkt wieder raus ist, ne. Generell war ja Bright sehr turbulent dann auch, ne, was jetzt den Server und so angeht, weswegen dann eben auch zwischendurch sehr wenig Together-Aufnahmen zustande gekommen sind. Ohne das wäre es vielleicht noch ganz anders gewesen, aber auf der anderen Seite konnte ich dann eben auch vorproduzieren und ja, keine Ahnung, so hätte ich, sonst hätte ich das vielleicht gar nicht geschafft, wenn ich, also dass ich jetzt so weit schon bin mit den Folgen und so, weil das ist eigentlich auch ganz gut für mich, da kann ich die schon alle hochladen und so weiter und ja, das kann man schon mal machen, ne, würde ich meinen und ja, keine Ahnung, ich finde es eigentlich alles schon ganz gelungen, auch mit ja, diesen ganzen Einzelaufnahmen. Es ist ja jetzt nicht das Problem, ne, dass man jetzt alleine aufnimmt. Das wären ja trotzdem coole Folgen dann, ne? Und ich habe mich auch bemüht in dieser Aufnahmesession, die ich da hatte, die lange, dass ich da wirklich ja, so viel wie möglich Abwechslung reinbringe. Und ja, ich glaube, das ist mir auch gelungen. Und ich habe trotzdem ja noch versucht, auch offscreen das ein oder andere zu machen. Ja, und ich denke mal schon, dass das eigentlich trotzdem eine ganz coole Aufnahme war. Ich hatte ja auch vorher lange keine so große am Stück Aufnahme gemacht. Es war also dann für mich auch was Ungewohntes mal wieder. Aber ja, es ist eben dann mal wieder dazu gekommen. Und vielleicht ist ja auch ganz cool, sowas mal zu machen. Also ja, ich sehe da jetzt nicht unbedingt nur was Negatives. Aber auf der anderen Seite, ja, die Folgen waren zu der Zeit schon sehr, mit sehr viel weniger Fortschritt bestückt als danach dann wieder. Das hat man schon gemerkt, ne? Und ja, so auch in letzter Zeit hatte ich jetzt nicht mehr so viel Fortschritt in den Folgen. Ja gut, doch, eigentlich schon, ne? Bis vor ein paar Folgen habe ich ja immer noch sehr viel Offscreen gemacht, weil ich einfach, ja, so richtig aktiv nochmal sein wollte und alles schaffen wollte, ne? Und dann habe ich jetzt wieder etwas lockerer angehen lassen, so die letzten 3, 4 Folgen, ne? Die habe ich jetzt dann doch wieder auch mit größerem Abstand aufgenommen und dennoch nicht so viel gemacht zwischendurch. Und ja, ich meine, es ist ja auch eigentlich in Ordnung, das so zu machen, ne? Kann man ja eigentlich so gestalten. Ja, und mal sehen, wie ich das in zukünftigen Projekten so mache. Ja, und ansonsten bin ich auch mal gespannt. Das war ja jetzt wahrscheinlich auch leider das letzte Projekt von Kyojin, so das letzte große Projekt, ne? Ich denke mal nicht, dass er noch so eins macht mit so vielen Spielern und so, sondern vielleicht nur mal mit Curse and Dex nochmal so ein Zweierprojekt. Ja, aber es sieht halt danach aus, dass er auf sowas keinen Bock mehr hat, ne?
Er will auch gar keinen Mini-Craft-Attack mehr machen, er will damit nichts mehr zu tun haben. Curse and Dex will ja dann das Mini-Craft-Attack 5 irgendwann übernehmen. Ich bin mal gespannt, wann und wie das irgendwie startet mal. Ja, das wäre dann auch mal interessant. Und wahrscheinlich wieder so übelst spontan, ne, wie bei Bright am Anfang. Habe ich ja letzte Folge schon gesagt, das ging ja richtig fix da. Und ja, mal sehen, ob das dann irgendwann mal wieder so ist. Aber ja, ich glaube, Kyojin macht nicht nochmal so ein Projekt. Und ja, das ist jetzt in gewisser Weise dann nicht nur so ein Abschied von Bright oder von diesem Projekt jetzt hier, sondern allgemein von dieser Ära der Kyojin-Projekte quasi, ne? Die seit Minecraft Attack 2 andauert. Also eigentlich lief auf meinem Kanal durchgehend immer, höchstens mit ein paar Tagen Pause mal, ein Projekt, was von Kyojin organisiert wurde. Und das ist schon krass, ne? Dass das jetzt aufhört. Und ja, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, wie es dann jetzt ohne das Ganze wird. Und ja, ich blicke dann doch gut in die Zukunft, denke ich mal. Ich habe auf jeden Fall ein gutes Nachfolgeprojekt dann, was dann an ja, Stelle dessen hier kommt. Und ja, ich bin mal gespannt, wie euch das dann gefällt. Das ist mal was anderes mit anderen Leuten, ja. Ja, weil die Leute von damals, die scheinen irgendwie gar nicht mal so viel Bock zu haben. Also, wie gesagt, diese Kyojin-Truppe da, die sind irgendwie jetzt in eine ganz andere Richtung gegangen, was Gaming auch angeht, ne. Die spielen hier Supreme Commander, also Curse and Dex und Kyojin oder SimCity oder sonst irgendwas. Und Lucas Survive halt seine Rennspiele und ja, es geht halt alles so ein bisschen auseinander, man merkt das schon. Und ja, ich weiß auch nicht. Street hat ja jetzt auch irgendwie keinen Bock mehr auf YouTube, ne? Ja, diese ganze Truppe, das ist irgendwie alles, hat sich schon sehr geändert. Und ja, ich bin mal gespannt, in welche Richtung das in Zukunft noch gehen wird. Und ja, ich finde Bright war nochmal ein schönes Projekt, so für mich auch eher ja, Vanilla-lastig, ne? Weil ich ja wenig mit Mods gearbeitet habe und so, aber ist ja vollkommen okay. Und ja, es werden wahrscheinlich viele Projekte mit Dauerzocker L kommen, schätze ich mal, weil er eben oder wir halt auch noch einiges in Planung haben. Und ja, ich denke mal, dass das dann so hier das Ganze auch ein Stück weit ersetzen wird. Mal sehen. Ja, aber ich würde sagen, ich habe jetzt genug geredet, ne? Eventuell rede ich ja nochmal irgendwann über Bright in Tiny Craft Attack. Oh, jetzt hat es ganz schön geleckt. Ja, kann ich ja auch organisieren, ne, dass ich dann nochmal drüber rede. So ein bisschen als Rückblick oder im Jahresrückblick auch wegen mir, wenn ich die ganzen Videos nochmal durchgehe. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen großartig. Die Folge war ein bisschen länger, ihr habt es gemerkt. Aber das hat die letzte Folge in gewissem Maß auch verdient. Ja, dann jetzt tschüss an der Stelle, bis dann und haut rein.